Heute wird der Tresor endlich fertig gemacht. Das heißt, mir macht den Tresor fertig. Udos Handwerkidee war, den lasse ich in die Wand rein. Das heißt, in die Wand einbauen. Und wenn Welke Ziehen hier nicht nervt, dann ist das eine Arbeit von 2 Minuten. Ich kann den Maurer schon anrufen, wenn du willst. Wieso den Maurer? Ja, der hier nachher die Wand neu baut. Welke, das ist Rigips. Das schneide ich jetzt vernünftig aus, das zeichne ich an, hol ein Cuttermesser, schneid das aus. Danach wird die Platte... Das klingt ja schon ganz simpel, ja. Aber nicht bei dir. Das wirst du aber dann sehen, dass das simpel klingt und auch umsetzbar ist. Danach werde ich den Tresor reinlassen, werde die Punkte markieren, wo ich bohren muss. Dafür habe ich mir jetzt einen Bohrhammer geholt, Bohrschraubhammer oder wie das Ding heißt. Und dann bohre ich da Löcher rein, da kommt ein Dübel hinten in der Wand. Und dann wird das nur noch festgeschraubt. Und dann haben wir das erste Projekt fertig und der Zuschauer da draußen ist zufrieden. Wo willst du den Tresor denn jetzt einlassen? In deinen Kopf, weil da kein Gehirn drin ist, weil er ja nur hohl ist, werde ich den gleich dir in den Kopf setzen. Natürlich da in der Wand, das habe ich dir auch vorher schon gesagt. Und jetzt muss ich mich schon wieder aufregen, weil das kostet mir schon wieder 2 Minuten, wo ich das Ding eigentlich fertig haben wollte. Dann kommen die blöden Fragen wieder. Wo willst du das denn reinlassen? Natürlich in der Wand. Ja, aber wo? Wilke, solche dummen Fragen kann man nicht stellen. Hier in der Wand, da wo es steht. Der bleibt dann, der geht jetzt so ein Stück in der Wand, glaube ich, bis dann Betonwand kommt. So, und dann steht der noch auf dem Tisch, fertig. Und da kann auch ruhig hier mal eingebrochen werden. Dann kann der nicht geklaut werden, weil der ja im Beton festsitzt. Okay. Hast du das jetzt verstanden? Ja. Gut, darf ich jetzt weiter fortfahren? Ja. Danke. So. Mir wird jetzt wie eine Schablone arbeiten. Ist der Tresor die Schablone, oder? Ja, der ist die Schablone. Da werde ich jetzt einfach anzeichnen und so werde ich das gleich ausschneiden. Wie soll ich denn da wegziehen, wenn der schon mit den Riegelplatten sitzt? So, jetzt ist er raus. Guck mal, Udo, du hast schon wieder ein Insektenhotel gebaut. Nein, das ist kein Insektenhotel. Das sind Löcher. So, das müssen wir gleich rausnehmen, das mache ich aber gleich erst. Jetzt wird erstmal ein Cuttermesser geholt und dann schneide ich das hier aus. So, jetzt nehme ich die Schablone als Tischkante. So, soll noch einer sagen, mir ist dumm. Das würde jetzt genau passen, eigentlich. Warte mal, gib mal den Stift. Dreh dich mal um, ich male dir mal ein Gesicht auf dem Hinterkopf. Bist du bescheuert? Ja, mal mit dem Kopf zur Kamera. Dann sieht es so aus, als würdest du reden. Ich mal dir gleich ein Gesicht. Siehst du, du nervst schon wieder. Du kommst jetzt mit solchen Dingen an und die bringen mir komplett hier durcheinander. Jetzt denke ich immer wieder, wenn ich jetzt von vorne gucke, dass du einen Stift in der Hand nimmst und mir jetzt Gesicht hinten drauf malst. Ich hab schon wieder die Schnauze voll. Wieso? Weil mein Cuttermesser weg ist. Die ganze Zeit liegt das Cuttermesser hier drin und jetzt ist es weg. War der Hufschmied gestern bei dir? Warum? Dann kannst du deine Fußnägel nehmen und das ausschneiden. Ich zeig dir gleich Hufschmied und Fußnägel, die sind geschnitten. Dann zeig ich dir mal, was ein Hufschmied so macht. Die Beine so zwischen den Beinen und dann hau ich dir mal Hufnägeln drin. Dann weißt du, was weh tut. Hufnägel. Nägel. Nägel. Ja, weil es mehr sind. Siehst du, hätte ich jetzt Hufnägeln gesagt, hättest du wieder Hufnagel gesagt. Ja, natürlich, weil es richtig ist. Was ist richtig? Hufnagel. Nee, Nägeln. Es sind mehrere Nägel, die da reingehauen werden. Also... Jetzt muss ich... Warte, ganz ruhig. Ein Hufnagel? Ein Hufnagel, haust du einen rein. Und zwei? Dann sind das 2 Hufnageln. Und bei und dann drei? Dann kommen da drei Hufnägeln raus. Weil das ja schon mehr sind. Dann tust du das im Gesamtpaket, die Nägel machen. Und jetzt kommt auch, wir wollen Tresor anbauen. Jetzt fängst du mit Hufnägeln an. Jetzt diskutieren wir über Hufnägel. Nägel. Nicht Nägeln. Lass mich bitte jetzt einfach in Ruhe arbeiten. Gibt's nicht. Ich krieg hier eine mittelschwere Krise, krieg ich hier. Weg da mit deinem Mehlkörper. Jedes Mal legt er mir das weg. Fast so gerade wie die Linien auf dem Sportplatz. Ja, die sind gerade. Jetzt muss ich die Rundung kriegen. Nimm die Finger da weg. Ja, hab ich doch weg. Und ich schneide. Jetzt die Kurve. Udo, vergesst die Kurve dann. Nein, ich hau dir gleich die Kurve ins Gesicht. Du warte doch eben.
Ja, jetzt musst du reinschwenken. Links, links. Schau nochmal. Hey, Gott, nochmal. Lass mich doch bitte Ruhe. Ich kann das nicht haben, wenn Leute dazwischen quatschen. Ich hab dir nur einen Tipp gegeben. Ja, Tipp. Tipp heißt auch so viel, ich kann's besser. Nö. Na, also Ruhe. Apropos, ja, läuft. Darf ich dir was fragen? Nee. Gut. Das ist schon alles so in Ordnung. Findest du auch, dass ich das richtig mache in der Hinsicht? Sei mal ganz ehrlich. Ja. Gut, danke. Hast du das eigentlich mit dem Vorstand abgeklärt? Nee. Hör ich jetzt nicht dein Ernst? Warum soll ich das mit dem Vorstand klären? Du machst das doch. Ja, aber du hast gerade zu mir gesagt, das ist alles richtig so. Darum habe ich die Frage gestellt. Ja, dass die Messerschnitte sind richtig, aber... Dass ich das rausschneide, meine ich jetzt. Das musst du mit dem Vorstand klären. Ich kläre dir gleich ein. Wenn ich hier Ärger kriege, sage ich es dir. Das ist jetzt Filmmaterial, dass jeder das sieht. Ich habe die Frage vorher gestellt. Hast du nicht? Habe ich wohl. Hast du nicht? Habe ich wohl. Hast du nicht? Nee, habe ich doch. Hast du nicht? Ja. Hammer vergessen, aber ich habe einen Hammer. Scheiße! Mein Hammer funktioniert nicht mehr so. Früher war das wie ein Presslufthammer. Da ging ratatatam, weg war das. Sag doch nochmal. Mei, Anna, sich tiefer schneiden. Nimm nur eine Flex. Ich hab keine Flex. Das ist auch ja logisch. Udo, weißt du, was toll an dir ist? Ja. Du willst ein Projekt fertig machen und schaffst in dem Projekt ein neues Projekt. Ja, aber das Projekt hier oben, das werde ich zuspachteln und streichen fertig. Und wann? Jetzt sofort, das mache ich heute Nachmittag noch fertig. Du musst damit in die Mitte hauen. Nein! Doch. Nein. Doch. Dann bricht das auch. Ich muss jetzt... Vielleicht ist dahinter ja ein Tresor. Nee. Hast du gesehen, ey? So, und jetzt ist ein Zapfenstreich hier. Warum erzählt ihr mir, da ist eine Betonmauer hinter? Und da sitzt ein Träger. Aber das ist mir jetzt scheißegal. Das Ding kommt da rein und den reißt du da nicht aus den Holzblock raus. Das sag ich. Udo! Nein! Udo! Nein! Das ist richtig geil. Dass ich bekomme einen Einlauf meines Lebens. Und das ist ein Einlauf. Ich glaube, ich werde hier reportagenmäßig vor dem Vorstand stehen. Wir beiden haben nur Scheiße im Kopf. Weißt du, hier wird so das schön. Das ist doch richtig gut von dir. Wir können den Tresor jetzt 3 Zentimeter in die Wand einlassen. Ja. Das ist geil, ne? Und da sitzt er aber fest. Und weißt du, was ein Vorteil ist? Da brauche ich noch nicht mal einen Dübel. Wieso wählt mir einen Platz, wo eine Latte sitzt? Ich hab doch gesagt, mach das woanders. Muss ich das durchziehen? Jetzt nützt nichts. Jetzt muss ich das so praktizieren, dass das wirklich gut aussieht. Sonst habe ich Probleme. Ich hab noch eine Idee. Was denn? Guck mal, die Latte ist ja am Weg, ne? Ja, die schneide ich ab. Nee, du kannst es doch in den Tresor reinflexen, passend. Dann kannst du ihn so durchschieben. Ja, ich flex die und passend. Ja, du kannst doch nicht den Tresor auch kaputt machen. Satan, Udo, man sieht den Tresor ja gar nicht mehr. Sei still! Der Professor der Holzsoziologie hat Löcher in der Wände studiert. Säg die Latte doch einfach an. Jetzt kann ich wieder nach hinten laufen. Ich will mir das Leben alle fertig machen. Ich bin klitschernass. Wenn jetzt ein Zuschauer fragt, warum ich das mache,
Ich habe keinen Bock, nach hinten zu laufen und deine Fleck zu holen. Hinter die Wand! Oh, sorry. Nee. Ist das hier nicht möglich, dass eine Sache mal glatt klappt? Kennst du das Prinzip, wenn du den Tisch gedeckt hast? Hä? Und da ist Geschirr drauf und du ziehst richtig schnell die Tischdecke weg, dann bleibt das ja stehen. Ja, wenn und dann haben wir aber die Platte da hinten hängen, das sage ich dir. Weil wir, dann, du. Ja, du. Und wer hat... Wenn du richtig schnell, weißt du, wie die Wand nicht wegbrechen kann? Indem du dagegen drückst. Mir gegen den Tisch drücke ich. Und du ziehst einmal richtig schnell dran. Wilke, das geht nicht gut. Udo, vertrau mir. Ja, dein Vertrauen habe ich aber nicht bei dir. Oh, Kinder, nochmal. Wilke, nein. Nee, der muss noch ein bisschen geschnitten werden. Ich hole jetzt einen Flex. Tisch wieder ran. Scheiße, Udo. Rappelt sie in Karton. Da plätzt sich die Scheiße so durch, da kannst du aber hinkommen. Schieb den Safe nicht zu tief rein, nicht, dass du den nicht wiederfindest. Mhm, ich schieb dir gleich was anderes tief rein. Udo. Ja. Bist du ein Zauberer, Udo? Nein. Wo hast du den Safe denn gelassen? Ja. Du bist so. Udo? Ja. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja, darfst du. Du möchtest den ja verschrauben. Ja. Musst du dafür nicht Löcher in Beton? Ja, ein Loch in Beton und der andere, der kommt in Holz. Da kommt die Loch rein. Da kommt der Loch. Das Loch, Udo. Ja, die Loch. Du musst doch den Beton dübeln. Oder hast du irgendwie eine Schraube, dass der so da reingeht? Ich bin immer wieder begeistert, wie tief der Safe in der Wand sitzt. Ja. Man nennt dich auch den Chirurg, ne? Ja. Der Rucking, oder? Chirurg. Safe professionell angebaut. Wer will mir noch was das Wasser reichen? Niemand. Ja. Wer soll dir denn? Hier, da kannst du mit spazieren gehen jetzt. Nichts davon. Hier. Der ist fest. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es, schreibt in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat und lasst einen Daumen da. So, mir ist jetzt... Ich bin schweißgebadet wegen so einem scheiß Tresor. Aber ich hatte auch wirklich Widerstände.